A3.2. Berechnen Sie das Volumen V eines solchen Spielzeugkreisels. So, rechts nochmal die Skizze des Kreisels. Ich habe auch nochmal die bekannten Größen alle aufgeschrieben. Und jetzt soll man das Volumen dafür berechnen. Wichtigstes vorneweg ist erstmal herauszufinden, was für Körper sind alle beteiligt. Hier unten sieht man, glaube ich, A, B, C und dann wieder zurück. Das ist ein eine Halbkugel. Und zusätzlich haben wir hier ein FBE. Ich zeichne es mal grob nach. Einen großen Kegel drin, der allerdings hier im Prinzip sich mit der Halbkugel überlappt. Ja, also dieser Teil ist irgendwie doppelt. Also kann man sich mal wie folgt überlegen. Das Gesamtvolumen lässt sich berechnen aus Volumen der Halbkugel plus Volumen des Kegels. Und jetzt muss man diesen doppelten Teil, also diesen gestrichelten Kegel, im Prinzip nochmal abziehen. Ich nenne jetzt mal kleinen Kegel. So, jetzt muss man nur diese drei Teilvolumina berechnen und dann hat man eigentlich schon die Aufgabe erledigt. Fangen wir mit der Halbkugel an. Da finden wir in der Formelsammlung die Formel für die komplette Kugel, nämlich 4 Drittel mal r Quadrat mal Pi. Auf Seite 38 sind die zu finden. Und da wir nur die halbe Kugel im Volumen brauchen, schreiben wir einfach eine halbe davor. Also ein halb mal 4 Drittel mal. So, jetzt brauchen wir den Radius. Der Radius ist an. Wir haben ja vorhin erklärt, wenn ac die komplette Länge ist, dann ist ac an genau die Hälfte. Also 2,5 hoch 3 mal Pi. Und das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Ist eine Größe von 32,72 Kubikzentimeter. Zentimeter hoch 3. So, damit hätten wir den ersten Teil schon mal erledigt. Dann kommt Volumen des großen Kegels, also vom FBE. Formel finden wir auf der gleichen Seite, etwas höher, nämlich ist ein Drittel mal Radius zum Quadrat. Der Radius hier ist die Strecke FM. Ich schreibe es mal noch so auf, damit man es nachvollziehen kann. Weil jetzt hier mehrere Größen beteiligt sind, mal Pi. Und jetzt mal die Höhe. Und die Höhe des großen Radius ist die Strecke MB oder BM. So, wir kennen alles davon. Also ein Drittel mal FM haben wir in der vorherigen Aufgabe ausgerechnet. 1,04, halt, ich habe ein Quadrat vergessen, Radius Quadrat, mal Pi, mal die Strecke BM sind 4,5 cm. Wieder einen Taschenrechner eingeben, ausrechnen. Und das ergibt dann ein Volumen von 3,10 Kubikzentimeter. So, als dritten brauchen wir dann den kleinen Kegel. Gleiche Formel. Also ein Drittel mal, jetzt Radius, brauchen wir diesmal die Strecke GN mal Pi. Als Höhe brauchen wir die Strecke BN. So, GN ist bekannt, haben wir vorher ausgerechnet. BN ist bekannt, das ist ja, wie vorhin erwähnt, genauso lang wie AN, weil es hier unten ein Halbkreis ist. Also haben wir auch hier alle Größen, ein Drittel mal GN war 0,58. Ja, ich habe schon wieder das Quadrat vergessen, mal Pi, mal BN sind ja, die 2,5 cm. Und das tippen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein und folgt daraus ein Volumen von 0,88 Kubikzentimeter. So, alle Volumen lassen sich also problemlos berechnen. Jetzt nochmal den Gesamtschritt durchführen. Also Gesamt ist gleich Volumen der Halbkugel plus Volumen des großen Kegels minus Volumen des kleinen Kegels. Und das kann man auch für den Taschenrechner eingeben und dann kommt raus ein Gesamtwert von 36,94 Kubikzentimeter.